LaserWash 360 Plus. Die Zeiten, in denen Autos von Hand gewaschen werden mussten, sind glücklicherweise längst vorbei. Menschen werden durch Roboter ersetzt, deren Aussehen jedes Jahr immer besser wird. LaserWash 360 Plus ist eine Ausrüstung, die die kontaktlose Reinigung auf ein neues Niveau bringt. Sie kann bis zu 20 Autos pro Stunde waschen. Der leistungsstarke LaserWash 360 Plus bietet einen um 360 Grad drehbaren Waschbogen. Die drei Achsen ermöglichen es, die Oberfläche von allen Seiten gleichmäßig zu reinigen, selbst an Stellen mit abgerundeten Ecken. Beachtenswert ist, dass der Bodenteil der Struktur fehlt. Dies ist definitiv ein Plus, da dadurch die Positionierung des Autos im Waschraum erleichtert wird. Es ist bemerkenswert, dass der LaserWash 360 Plus mit zusätzlicher Ausrüstung ausgestattet werden kann. Mit oszillierenden Düsen, einem Spender für dreifarbigen Schaum und dem Flash-Dry-System kann man das Auto beispielsweise gleichzeitig spülen und trocknen. Der gesamte Vorgang dauert nicht länger als 10 Sekunden. Mit zusätzlicher Ausrüstung können auch die Räder und der Boden gewaschen werden. Dank der Vielzahl an Einstellungen und der Fernbedienung wird mit LaserWash 360 Plus jede Sekunde des Waschvorgangs sehr produktiv genutzt. Project Elevate. Die Veranstaltung vom 8. bis zum 11. Januar fasziniert die ganze Welt. Der südkoreanische Autohersteller Hyundai stellte sein Project Elevate vor. Ein einzigartiges Auto, das laufen kann. Das Hauptunterscheidungsmerkmal dieses Fahrzeugs sind biegbare Roboterbeine, die jeweils aus mehreren beweglichen Teilen bestehen. Mit diesen Beinen ahmt Hyundai Elevate das Gehen von Säugetieren und Reptilien nach. Wenn die Räder zusammengeklappt sind, unterscheidet sich das Auto praktisch nicht von anderen Fahrzeugen, die auf normalen Straßen fahren. Wenn der Fahrer das Auto jedoch in den G-Modus umschaltet, fahren die Räder hinaus und die Konstruktion wird höher. Hyundai Elevate kann eine Mauer erklimmen, ein Hindernis bis zu 1,5 Meter übertreten, ein Grundstück mit schwierigem Gelände und sogar inhomogenes Gelände überwinden. Die Karosserie bleibt bei jeder Bewegung und in jeder Position der Beine in horizontaler Lage, sodass der Fahrer keine Beschwerden erfährt. Leider ist Hyundai Elevate momentan nur ein Konzept. In Las Vegas hat das Unternehmen ein kleineres Modell gezeigt. Niemand schließt jedoch die Möglichkeit aus, dass derartige Autos in naher Zukunft auf den Straßen fahren werden. Diese Art von Verkehrsmittel trägt dazu bei, die Arbeit der Rettungsdienste effizienter zu gestalten. Hyundai Elevate ist in der Lage, in Katastrophengebieten zu arbeiten, sich durch schwieriges Gelände zu bewegen und dahin zu klettern, wo kein anderes Fahrzeug fährt. Hyundai Elevate kann auch als Taxi für Menschen mit Behinderungen agieren. Das Auto fährt direkt bis an die Haustür, sodass man im Rollstuhl gleich ins Auto einsteigen kann.
Noch vor 10 Jahren konnten die Menschen nicht einmal davon träumen, mit einem einzigen Fahrzeug sowohl an Land als auch am Wasser zu fahren. Heute ist es ziemlich realistisch, dafür muss man sein Boot mit einem Gerät namens Floater versehen. Floater ist sehr einfach zu benutzen. Der Besitzer wird alleine ohne zusätzliche Hilfe zurechtkommen. Bei der Transportierung von Land ins Wasser wird man überhaupt nicht nass. Das Design besteht aus einem Rahmen mit Rädern, der das Boot stützt und es ermöglicht, sich über Land zu bewegen. Eine Person steuert den Floater mit der Fernbedienung. Das Gerät kann beschleunigen, anhalten und sich drehen. Wenn Floater ins Wasser fährt und die Räder nicht mehr den Boden berühren, ändert sich die Steuerung. Um sich in die notwendige Richtung zu bewegen, wird nun das Lenkrad verwendet. Um mit voller Geschwindigkeit fortzufahren, muss man den Anker des Floaters in das Wasser absenken und dann vorsichtig aus dem Rahmen schwimmen. Somit ist der Floater ein mobiles Dock, das an jedem beliebigen Ort befestigt werden kann. Es gibt hierfür keine Rahmenbedingungen und Einschränkungen. Die Befreiung vom Rahmen im Wasser dauert nur wenige Minuten, der Vorgang ist also sehr einfach. Darüber hinaus stattete der Hersteller das Gerät mit Universalrädern aus, die selbst im nassen Sand oder weichen Boden nicht stecken bleiben. Es werden verschiedene Modelle angeboten, sodass der Floater an jedes Boot angepasst werden kann. Sortierungsarbeiten. Bevor ein im Online-Shop bestelltes Produkt an die Lieferstelle geschickt wird, muss es ein recht kompliziertes Sortierverfahren durchlaufen. Die Waren werden über verschiedene Kanäle der externen und internen Verarbeitung verteilt. Sie werden sortiert und nach einem bestimmten Prinzip gruppiert. Die Waren können beispielsweise zunächst nach Land, dann nach Städten und dann sogar nach Bezirken unterteilt sein. Diese Gruppen sind wiederum in zerbrechliche und nicht zerbrechliche Güter unterteilt. Ohne ordnungsgemäße Sortierung ist es einfach unmöglich, alle Waren schnell und ohne Verzögerung zu liefern. Aus diesem Grund setzen globale Unternehmen wie Alibaba und Amazon dafür spezielle Roboter ein. Sie können bis zu 200.000 Pakete pro Tag bearbeiten, ohne dazwischen aufgeladen werden zu müssen. In einem Lagerhaus können über 100 solcher Roboter arbeiten. Jedes Gerät ist mit einem Scanner ausgestattet, der sofort den Zweck des Pakets bestimmt. Danach transportiert ein Roboter das Paket zur entsprechenden Warengruppe. Höchstwahrscheinlich werden immer mehr Unternehmen solche Geräte zum Sortieren verwenden. Kein Wunder, denn diese Roboter brauchen keine Ruhepausen und Wochenenden. Sie machen keine Fehler und erledigen eine Aufgabe, die ein Mensch in 60 bis 75 Minuten erledigen würde, in nur 15 Minuten. Darüber hinaus spart das System rund 70% der Kosten ein und bringt die Zustellung damit auf ein grundlegend neues Niveau. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.